Büros, hätte ich jetzt hier mal wieder ein schönes Raritäten-Unboxing von mir. Bestellt habe ich bei Hollys allerlei. Gleich Anfang des Jahres, gleich die Chance genutzt, die letzten Raritäten zu bekommen. Ist alles gerade eins. Und würde ich sagen, schauen wir mal rein. Gewicht sind 12,5 Kilo. Also auf jeden Fall ordentlich. So. Da haben wir hier schon mal. Schon mal eine Gratisbeigabe. Kids Best von Nico. Schönes kleines Set. Danke an Holly. Dann geht das hier weiter. Mit dem Monsterkessel. Da sieht man noch. Teilweise mit dem alten Keller-Logo. Gab es für 3 Euro, also echt billig. Ist auch einige Male dabei. Geht das mal weiter. Wir haben hier alles Gold- und Silberregen. Hier ist Silberregen und Pfeife. Und hier haben wir noch einige Goldregen mit dem Vulkan. So, dann haben wir hier Teufelsringe von Keller in der Tüte, noch mit grauer Lunde. Die haben wir auch ein paar Mal. So, dann kommen wir hier. Und hier Star Kids von Vego mit dem Kingsplay Logo. Kommen wir hier 5 Mal. Auf jeden Fall wird das sehr gut verpackt. Dann geht das hier weiter. Nochmal Star Kids, 5 Stück. Und dann hier bestimmt nochmal. Genau. Das sind aber wieder andere. Ohne dem Vego-Logo. Dann sieht man mit Mocha. Nochmal Teufelsringe. So, dann machen wir hier die Star Kids mit dem Mulkan, 5 Stück. Und nochmal. So, dann haben wir hier das gleiche nochmal. So, dann haben wir hier einige Flitze Feuerstein. Auch hier Mognigo. Schöne alte Teile. Damals hier, 2, 4, 6, 8, 10 Stück. Das hier. Gold- und Silberregen 2 Mal. Dann haben wir hier Space Disc. Beziehungsweise hier Future Build. Von Nico. 2 Mal. Dann haben wir hier verschiedene Silberblüten. Hier von Vego. Und dann hier haben wir welche von Feistel. Ist auch einige Male dabei. Das sind jetzt alle die von Feistel. Hier nochmal Feistel und hier nochmal von Vego. So, dann haben wir hier ein Star Kids Display von Feistel. Haben wir auch insgesamt 2 Stück. Auf jeden Fall sehr schöne Teile. Dann ein Display Irrlichter. Mognigo. Ach, Speedies
mit dem Kingsplay-Logo von Vego. Kannte ich so auch noch gar nicht in der Ausführung. So, dann geht's weiter mit bestimmt Rossi. Genau. Wieder mit dem Kingsplay-Logo von Vego. Dann haben wir hier mal noch zweimal Golden-Silber-Regen von Vego. Müssen ja die aktuellen sein. So, dann geht's weiter. Umkreisen von Keller. Auch hier das alte Logo. In der Pappschachtel. So, dann sind noch mehr Keller-Umkreise. Nochmal 6 Stück. Und wer hätte es gedacht, wieder Stargates. So, was haben wir mehr? Ach, die besten Kosten. Das sind halt die Knalls, die Schnüre. Allerdings, keine Ahnung von wem die sind. Hier auch. So, dann haben wir hier noch 4x Silberwürfel von Mugnigo. Sind noch richtig gute Teile. So, dann 2 Displays von den Mugnigo Silberwürfeln. So, und dann wieder ein Display Starkids von Mugnigo. Und das gleiche gleich nochmal. Dann nochmal Golden Silber Regen. So, und dann haben wir hier wieder Speedy von Nico. Auch noch etwas älter. Auch 10 Stück. Genau. So, dann haben wir hier schöne alte Kellervulkane. Ein richtig geiles Design. Und auch 5 Packungen. So, dann haben wir hier, ich denke auch 10 Stück Keller Silberkreise. Auch so noch nie gehabt. So, dann haben wir hier von Vego auch Silberwirbel. Und als letztes noch ein Display Mugnigo Silberwürfel. So, Karton ist leer. Ich baue es nochmal auf und dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.